Wie arbeitet ihr? Wie arbeitet ihr heute? Und deswegen haben wir euch gebeten, mal uns eure Arbeitsplätze zu schicken. Und zwar genauso, wie sie heute ausgesehen haben. Man ist so wahnsinnig digital und auf diese digitale Oberfläche klebt man so einen Zettel. Ich muss jetzt immer online sein. Mein Chef will das so. Homeoffice ist auch billiger für die Firma. Die sparen sich Büros, Parkplätze und die Kaffeemaschine. Und man muss lernen, abzuschalten. Man muss lernen, irgendwie zum Beispiel Kundenanrufe nach 19 Uhr oder nach 18 Uhr oder je nachdem, wann einem das genehm ist, einfach nicht mehr zu beantworten und das den Kunden auch zu kommunizieren. Wenn ich mal das Privileg habe, selber zu Hause arbeiten zu dürfen, bin ich produktiver. Aber so toll ist es irgendwie doch nicht. Im Homeoffice habe ich halt mich und mich und mich. Ein Coworking Space ist im Grunde ein Ort, damit man nicht verwahrlost. Man hockt nicht zu Hause alleine im Homeoffice und schmort vor sich hin und hat ständig mit Geschirrspülmaschine und der Schwiegermama zu tun. Und bei einer Selbstständigkeit kann man viel Geld verdienen, aber man geht halt auch ein großes Risiko ein. Ja, es ist immer noch die Frage, ob festangestellt zu sein wirklich Sicherheit bedeutet. Selbstständigkeit, das ist eher so ein Pfui-Begriff bei Verdi, oder? Nee, überhaupt nicht. Letztendlich muss man Arbeitnehmer und Arbeitnehmer schützen davor, dass sie sich selbst auch ein Stück weit ausbeuten. Oh, 31 neue Mails. Ich muss Schluss machen. Liebe Grüße.